Ich muss aber gleich nochmal ran, wir haben nochmal eine Truhe übersehen tatsächlich. Weil das Witzige ist nämlich, also dass nämlich eine Truhe ist da ja noch drin und die haben wir jetzt übersehen. Aber das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme zu dieser Truhe. Also das würde mich mal interessieren. So, klack. Ach schade, der Dingens ist übrigens nicht mehr. Ich dachte, wir können hier vielleicht noch Waffen farmen. Das wäre schön gewesen. Oh. Ja, komm auch. Also ist das. Hallo? So, wie komme ich dahin? Also, okay. Machen wir es halt so. Ritterschwert. Der Ritter von Hyrule war erst mit Dingens. Okay. Cool. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so. Gleicher Weg vermutlich, ha? Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, einmal hier durch den Teleporter. Klack. Und dann haben wir das auch. Sehr gut. Also, es hat jetzt tatsächlich den Vorteil, dass wir ein Schwert haben. Oder zwei Schwerter, besser gesagt, haben. Und mit diesen zwei Schwertern können wir tatsächlich jetzt hoffentlich ein bisschen besser durch das Dingens gehen. Das wäre sehr schön. Also würde mich echt freuen, wenn das klappen würde. Was ist da unten? Das sind so Hühner, Gänse oder irgendwas. Okay. Also Teleporter hier zu dem Schrein Hamburg im Fischerdorf. Das ist gut. Die Frage ist jetzt nur. Ach komm, dann machen wir das heute noch, was soll's. Schau mal zumindest kurz rein und sagen Hallo. Vielleicht lernen wir hier noch ein bisschen was. Übrigens mega witzig, wir sind wieder in einem anderen Gebiet jetzt. Ah, es ist unfassbar. Ein blauer Rubin. 5 Rubine wert. Geil. Maxi-Eidechse. Geil. Maxi-Eidechse. Eine seltene Eidechse, die hauptsächlich in tiefen Wäldern anzutreffen ist. Als Medizinzutat füllen ihre hohen Vitalkräfte Herzen über das Maximum hinaus auf. Guten Tag, der Herr. Ihr seid wohl auch hier, um die lokalen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Sehenswürdigkeiten? Oh, dann habt ihr noch gar nicht davon gehört. Es soll einen ganz besonderen Ort geben, an dem die Liebe erblüht. Dort finden sich hoffnungsvolle Reisende aus der ganzen Welt ein. Es handelt sich um den Liebesteich im Lockfriedberg. Warum geht ihr nicht auch einmal und seht es euch an? So, oh ja, es sind schon viele Leute den Lockfriedberg hinaufgestiegen. Ob ihre Liebe wohl erblüht ist? Keine Ahnung, sag du es mir. Super gut, ich schaff's, einen Rubin aufzuheben, wenn ich so einen Stein hochhebe. Manchmal. Ich brauche noch 20.000 Rubine, dass ich mir alles mal leisten kann in diesem Spiel.
Hyrule-Hund. Okay, nehme ich. Hast du gehört? Östlich von Palmenstadt gibt es eine mysteriöse Ruine. Ich bin einmal mit Garini da gewesen und ich war so aufgeregt. Interessierst du dich für Ruinen und so? Ja. Dann bring ich dich dorthin. Folge mir. Oh nein, da war ich schon. Bist du ein Abenteuer oder sowas? Ich bin ein einfacher Fischer aus dem Dorf, aber in letzter Zeit sind wir gekniffen. Monster haben sich vor unseren Fischgründen breit gemacht. Besonders schlimm ist es an der Araizo-Küste. Dabei hat man dort die dicksten Fischchen gefangen. Du siehst mir nicht nach einem Schwächling aus. Willst du uns nicht den Gefallen tun, diese Gesellen vertreiben? Klar doch. Ein Mann, ein Wort. Wie gesagt, du findest sie an der Araizo-Küste. Diese Monster haben dort ein Lager errichtet. Viel Glück. So. Achso, ich dachte, das war das, was ich schon gemacht habe. Offenbar nicht. So, den lasse ich mal voran, weil ich weiß ja, wo die Ruinen sind. Dumm-di-dumm. Bist du auf der Durchreise? Das hier ist Angelstedt, ein kleines Fischerdorf. Mein Mann ist auch Fischer. Wir haben zwei Söhne. Zusammen mit der ganzen Hausarbeit komme ich den ganzen Tag lang nicht zur Ruhe. Was soll ich Ihnen nur zum Abendessen kochen? Ich liebe Paella. Ich hab's. Paella. Yippie. Wenn es so einfach wäre. Leider fehlen mir auch Zutaten. Ich brauche Ziegenbutter und Maxi-Muscheln. Ich würde einkaufen gehen, aber es gibt im Haus noch so viel zu tun. Wärst du vielleicht so lieb, würdest du mir die fehlenden Zutaten besorgen. Na klar. Wirklich, das freut mich. Ich warte hier auf dich. Hast du die Zutaten dabei? Kann ich sie dann bitte haben? Gern. Gut, dann nehme ich die. Das wird lecker. Hoffentlich. Das ist dein Lohn. Nur zu. Keine falsche Bescheidenheit. Violetter Rubin. 50 Rubine wert. Geil. Wo ich eh schon koche. Willst du nicht mitessen? Es dauert auch nicht mehr lange. Bing! Paella. Dieses besondere Gericht ist reich an extravaganten Meeresfrüchten und wird von Fischern zu besonderen Anlässen gegessen. Dann guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das Leibgericht. Geschafft. Wäsche zu waschen ist Knochenarbeit, wenn man eine große Familie hat. Ja, vor allem, wenn man keine Waschmaschine hat. Heute gibt's Paella. Das ist mein Lieblingsessen. Es klingt auf jeden Fall sehr geil, auf jeden Fall. So, da ist nix. Hallo, eine Übernachtung. Bist du nicht erschöpft von der Reise? Nö. Verstehen, ja, vielleicht ergibt sich immer die Gelegenheit. So. Hi. Hallo. Nee, ich will nicht übernachten. Ich will mit dir normal reden. Das Witzige ist. Du musst die vom Tresen wegkriegen, weil sonst denkt das Spiel, dass du über den Tresen redest. Aber ich will nicht über den Tresen mit ihr reden. Das funktioniert nicht leider. Schade. Palmfrucht. So, da unten ist ein schönes Partyboot. Sieht zum Anbeißen aus, oder? Den Fisch habe ich selbst gefangen. Bist du schon mal auf einem Floß aufs Meer rausgefahren? Nein, noch nie. Verstehe, dann frage ich dir was. Auf dem Meer muss man die Winde geschickt ausnutzen. Wir Fische haben jahrelange Erfahrung darin, unsere Boote im Wind tanzen zu lassen. Es gibt aber angeblich auch ein sehr praktisches Werkzeug namens Krogfächer. Damit soll man selbst Wind erzeugen können. Okay.
Hier gibt's überall Dingens. Hier gibt's überall, Trüffel. Aber heißt das dann, warte mal, heißt das dann, dass ich einfach mit dem Ruder dann paddeln kann? Geht das so einfach? Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. So, wo ist der Kleine hingerannt? Ach so, die Maxi-Trüffel liegen hier einfach so rum, oder was? Ach so, ich dachte, ich muss die irgendwie... Was ist eine Ente? Ich dachte, ich muss die irgendwie ausbuddeln dann. Aber ich glaube, die muss man stellenweise ausbuddeln, weil stellenweise sehe ich die ja nicht, obwohl das Radar sagt, hey, hier ist ein Trüffel in der Nähe. So, wo ist der kleine Kerl jetzt eigentlich hin, der mich zu dem Dingens bringen wollte? Wo ist denn hingerannt? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Habe ich gut gemacht. So, was haben wir hier? Oh, ein Laden. Da kann man Fisch alles kaufen. Preiswert und ganz frisch. Willkommen, mein neues Gesicht. Hier gibt es so frische Fische, die zucken noch. Seh dich um. Kauf mir vorbei, da weißt du mich fest. Oh, Elektropfeile. 140 Rubine. Holy crap. Reichlich auf Lager nennt die das. So. Das nennt die reichlich. Aber ich brauche auf jeden Fall Pfeile mehr. Ich muss die immer. Ah, da ist eine Muschel wieder unten. Habe ich die schon fotografiert, die Maxi-Muschel? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich selber. Dach. Ich bin Sonke, mein Pferd ist auch Sonke. Wäre es, wenn du dich auf, auch in Sonke umbenennen würdest? Wie wäre es mit... Nein, danke. Ja, Mensch, was für eine Überraschung. Es regnet. Mal wieder. Regen. An solchen Tagen kann man nicht viel anders machen, als bei Dohan spielen zu gehen. Spielen? Naja, spielen halt. Glücksspiel und so. Nebenan bei Dohan kann man das machen. Bringt es Rubine? Wenn man Glück hat, ja. Wenn man Pech hat, dann eher nicht. Und die Fische? Tja, die Fische müssen so einen Tag allein klarkommen. Fangen kann ich sie jedenfalls bei Regen nicht. Okay. Aber die Ruinen müssten da hinten dann irgendwo sein. Also der Kleine müsste zu den Ruinen gerannt sein. Alleine. Weil ich mich lieber im Dorf umschauen wollte. Aber es müsste das Gebiet hier sein, wo die Ruine sind. Da müssen jetzt links dann gleich die Ruinen. Weil da hinten ist diese Halbinsel mit den Palmen dann. Genau. Und dann geht's links weiter. Bin mal gespannt, ob ich den Kleinen jetzt noch finde. Sehr schön. Haben wir das.
Ha, Mensch, schon wieder Regen. Es ist ja. Hui, 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 hui. Es ist ja. Ha. Warte mal, spawnen die Dinger hier wieder? Oder spawnen die praktisch dann, wenn du die Materialien nicht eingesammelt hast? So, jetzt gucken wir mal, ob der kleine Knirps da ist. Nein, ist er nicht. Wo auch immer der kleine Knirps hin ist, I don't know. Geht doch. Dass man erst zwei Pfeile braucht dafür. Feuchtbar, sag ich euch. Feuchtbar. Ja, schon wieder so eine Dingens. Ich dachte, die respawnen nicht, wenn... Wenn es kein Blutmond gibt. Das war, das Viech war doch vorher nicht da, oder? Mal gucken, Chamäleon haben noch einen 360-Grad-Blick, oder? Ja, der sieht mich. So. Na gut. Ha! Sind mir genau die Arme gelaufen. Sehr schön. Kann es sein, dass der Junge dann hier oben lang gelaufen ist? Weil der springt ja kaum das Ding jetzt rüber. Der wird hier den oberen Weg lang gehen. Und wird vermutlich da auf mich gewartet haben, oder? Also ich vermute mal, ich laufe ihm jetzt in die Quere, wenn er nicht einfach zurückgelaufen ist, weil er keinen Bock mehr hatte, weil ich dachte so, was für ein elender Penner, da sagte, ja, bring mich zu die Ruinen und dann geht er in 20.000 Häuser rein, unterhält sich mit den Leuten. Ja, tatsächlich, die Dinge kommen wieder, wenn man sich die Materialien nicht holt. Da ist er, wusste ich doch. Hier entlang, hier entlang. Wir sind fast da. Folgt mir. Es gibt's Abendessen. Ich muss schnell zurück nach Hause. Okay, ja, das habe ich verdient. Das habe ich verdient. So, ich hole jetzt die Steinchen da noch. Nachdem die schon mal da sind. Zack. Ach ja, kann ich da nicht. Ich würde das gerade irgendwie so positionieren, dass das einfach da drin bleibt und drin liegt. Das wäre fantastisch. Genauso. Zack. Und schon haben wir das. Sehr schön. Gut, 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 gut. Das ist nur die Frage. Achso, ich weiß nicht, wo diese Küste ist. Ne? Aber man kann nicht hier zufällig Nebenaufgaben. Das Leibgericht. Ach, das ist ganz da hinten. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Dann machen wir es das nächste Mal.
So, hier ist wieder ein Trüffel in der Nähe. Und schau sie weg. Ja. Also die sind hundertprozentig, sind die irgendwo vergraben, die Trüffel. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Trüffel dann wieder ausbuddeln soll. Keine Ahnung. Ich brauche schon eine Schaufel oder irgendwas dafür, dass ich dann buddeln kann. Weil die Basismodule habe ich, oder die Module habe ich jetzt alle. Weiß auf jeden Fall, ich brauche irgendein Item dafür. Mit Bomben würde es ja kaum gehen. Oh mein Gott, ist ja ganz schön weit. Ich dachte, das ist gleich ums Ecke jetzt, das Fischer-Dingens, aber nee, ist ja ewig weit weg. Hier ist nämlich so ein komischer Steinkreis hier. Ach Mann, ja, er croucht dir nicht mehr, wenn du da... Macht das Ding hier irgendwas? Hm, warte mal. Blöde Frage. Ich habe gerade eine Idee, was das angeht. Ich mache das noch, dann mache ich Schluss. Ich renne hier vom Hundertsten ins Tausendste. Gibt es hier noch irgendwo einen Stein? Weil das müsste im ersten Gebiet dann auch so sein. Hier ist der andere Stein. Da ist er. Das müsste im anderen auch sein, war auch so ein Steinkreis, wo ein Dingens offen war. Und ich glaube, du musst einfach einen Stein hier reinlegen, kann das sein? Und da ist bestimmt ein Krogsamen. Ha. Okay, oder auch nicht. Ich dachte, ich muss jetzt hier einen Stein einfach reinlegen. Oder muss das 100% genau sein? Ich dachte, ich habe das hier gelöst jetzt. Das sah zumindest so aus, als wäre das die richtige Lösung. Ich weiß nicht, ob ich die Steine noch klein klopfen muss. Hier, also besser geht's nicht, den da hinzulegen. Ja, so perfekt, da kann ich den Stein gar nicht dahin legen. Muss ich die noch sprengen dann vielleicht, dass die kleiner werden? Nö, damit schieße ich ihn bloß weg. Also mit Dingens ist da nichts. Ha! Ich dachte, ich habe das Rätsel gelöst hier. Aber offensichtlich geht es anders. Weil mit den Steinen hier kann ich auch nichts machen, ne? Nee, keine Ahnung.
Das war halt irgendwie das Naheliegendste jetzt. Foto machen? Ne, keine Ahnung. Warte mal, hier ist noch ein Stein. Ach, hier war noch... Ach, okay, hier ist noch ein Dingens, okay. Ah, ich habe das dritte Dingens nicht gesehen. Ui, du hast mich geneckt. Krocksamen. Tschüssi. Ich habe das andere Dingens. Okay, das heißt, bei dem anderen im Schneegebiet weiß ich dann aber auch, was ich tun muss. Ich muss auf einen Stein hinlegen. Da muss es irgendwo dann einen anderen Kreis geben, wo ich den Stein mir wegnehmen kann. Okay. Gut zu wissen. So, ich speichere jetzt mal eben. Ich speichere hier wieder. Hier. Nein. So, hier. Speichern. Angestellt. 0.17 Uhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist schon so spät. So, dann mache ich jetzt aber wirklich den Cut. Ich sage, ich komme von diesem Spiel vom 100. ins 1000. Eisenhammer, warte mal. Das heißt, wir können aber dich wegwerfen. Knack, nehmen wir den Eisenhammer. Was war doof? Kopuro hatte ich wohl nicht gehört. Ja klar, weil Koppel steht oben immer noch auf dieser Kuppel. Und wartet auf mich. Das wundert mich weniger, dass Kopuro mich nicht gehört hat. Und das wieder eine Statue. Wir wollen noch einen Dingens, ne? Ja, ich brauche 4 Zeichen, brauche ich. Schade. Einen Schrein brauche ich noch. Aber gut, so. Ich gehe mal zur Koppel hoch. Sonst vergesse ich, dass Koppel da oben war. Wir müssen bloß das mit dem Jungen machen, dass er uns zu den Ruinen bringt. Und die Ruinen müssen wir noch machen. Aber das können wir gegebenenfalls auch später machen. Wir müssen die ganzen Nebenquests auch noch machen. Aber das sollte insgesamt eigentlich passen. So. Dann zu mir. Koppel steht da ganz entspannt wieder hier oben. Finde ich sehr gut. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.